Hey, hallo, hier ist Disney Opa. Heute mal mit etwas ganz Besonderem. Ich möchte euch einladen, heute mal mit mir ein Quiz zu machen. Nicht nur heute, sondern auch an den nächsten Tagen. Dafür habe ich 50 Fragen aus der Heidepark-Historie herausgesucht und ich hoffe, ihr könnt mir was beantworten davon. 50 Fragen, jeweils 10 auf einmal. So, fangen wir heute mal an mit den ersten 10 Fragen. Frage 1. Wie war der Name des Wildparks, der sich auf dem Heideparkgelände befand? Frage 2. An welchem exakten Datum öffnete der Heidepark das allererste Mal seine Tore für die Besucher? Frage 3. Welche Show startete im Jahr 1979? Frage 4. In welchem Jahr wurden die Comics entwickelt? Frage 5. Wie war Octis früherer Name? Frage 6. Wie hießen die beiden Mississippi-Dampfer, die auf dem großen See unterwegs waren? Frage 7. In welchem Jahr eröffnete die Wildwasserbahn 2? Frage 8. Welche Farbe hatte der erste Zug der Western-Eisenbahn? Frage 9. 2 Wochen nach Parköffnung 1978 eröffnete ein weiteres Fahrgeschäft. Welches? Frage 10. Welche Schuharena ist zwar heute noch vorhanden, aber nur zugeschüttet unter der Erde? Das waren die ersten 10 Fragen von unserem Heidepark-Quiz. Die nächsten kommen in den nächsten Tagen. Antworten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wer von euch sich so richtig gut auskennt. Wer ist der Heidepark-Spezialist? Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss. Disney Opa.